Willkommen zu einer neuen Folge von Inside. Jo, wir sind hier eigentlich schon relativ weit. Wir sind gerade an so einem mysteriösen Ort angekommen. Wir sind im letzten Part schon ein bisschen weiter. Hier, da oben ist Wasser. Dann sind da gerade das Leichenteile oder sind das überhaupt noch Menschen? Oh, lol. Und dann geht's hier runter. Ja, toll. Und hier haben wir den Part beendet. Stimmt. Das ist hier. Lol. Da geht's auf und zu. Ja, geil. Und das heißt wieder wohl, das nächste Rätsel kommt jetzt. So. Okay, was ist hier links? Ach, hier ist Wasser. Ja, wir mussten ja auch öfters flüchten. So. Können wir da aufmachen? Ich muss aber kurz mal hoch wieder an die Luft. Und dann dementsprechend hier durchschwimmen. Wo sind wir? Fische! Hier durch. Ach, da sind wir hier. Na toll, okay. Da waren wir ja gerade. Aber was bringt mir das, diese Luke da zu öffnen? Bringt mir das? Es muss ja hier irgendwie einen Sinn ergeben, dass wir hier hin können. Aber nee. Kurz hoch und dann will ich hier nochmal kurz runterschauen. Gibt es hier irgendwas Spannendes auf dem Boden? Aber nein, wir können nicht weiter runter. Wo brauchen wir die Fische? Ah, die kommen hier nicht durch, nee. Ja gut, dann schauen wir ja erstmal weiter. Muss ja irgendwie einen Grund dafür geben, dass das da ist. Beziehungsweise irgendeinen Sinn dahinter. So, hier, das können wir immer noch machen. Bringt uns jetzt aber noch nichts. Hier geht's rechts auch noch weiter. Was ist denn hier? Leiter und ein großer Raum. Nee, an dem Schalter haben wir den Part beendet, glaube ich, oder? Okay, interessant. Den können wir aber nicht bewegen, wir können es nur hier aktivieren. Macht aber eigentlich relativ wenig Sinn. Man könnte es dann wieder hier runter, aber es ist wieder dort oben. Ich glaube, wir müssen... Ich weiß nicht, was dank wird von uns. Was ist hier das Ziel überhaupt? Ich bleibe mal kurz dort rumstehen, weil meistens ist ja die Lösung, dass wir irgendwo hoch in die Lüfte müssen. Oh nee. Ah, das war die Lösung. Dann geht's hier hoch. Keine Ahnung, was hier dann ist. Hä? Achso, wir können es ja zerschieben. Das war da festgehakt. Aha. Aber ja, gut. Sind wir hier. Bringt uns aber auch nichts. Oder? Ich glaube, das Ziel ist es erstmal wieder hochzukommen. Warte, warte. Wir platzieren es mal hier. Genau. Ich steig mal von dort runter, dass mehr Antriebskraft hat. Aha. Sehr schön. So, nun sind wir wieder hier. Nun können wir auch dort hoch. Ah, ich weiß jetzt auch, aber wozu der Schalter hier ist, um das auch oben zu belassen. Und dafür ist dann der Rückweg hier links rüber, dass wir dann wieder nach oben kommen, ohne dass wir die Luke öffnen müssen. Aha. Kurz Luft schnappen und runter geht es. Jetzt ergibt natürlich alles seinen Sinn und wir kommen somit weiter. Ich weiß allerdings nicht, was hier das Ziel dann war. Vielleicht in
Wasser da reinzukommen. Dort oben. Schauen wir mal. Hier sind auch so viele Maschinen, was wirklich da ein verbunden ist. Da können wir erstmal nichts machen. Wir schauen erstmal weiter nach rechts, weil dort waren wir noch nicht. Vielleicht müssen wir das hier irgendwie deaktivieren oder so. Kann ich mir auch gut vorstellen. Da oben scheint ein Knopf zu sein, wenn ich das richtig erkenne. Könnten wir theoretisch mal Fliegerteil nach ganz rechts schieben. Im Hintergrund ist eine Treppe zu sehen. Okay. Ich denke mal, unser Ziel ist es wirklich, dort oben ins Wasser zu kommen, oder? Ich weiß es nicht. Schauen wir erstmal hier. Ja, der Knopf wurde aktiviert. Hier geht dann etwas auf. Okay. Ja, gut, das bringt mich jetzt aber auch noch nicht weiter. Aber doch, doch, doch. Ich kann ja den Knopf bestimmt nochmal betätigen, oder? Ja. So. Lol, Secret. Errungenschaft freigeschaltet. Raum der Reflexion. Radio, okay. Raum der Reflexion. War das hier nur ein Secret? Ja, jetzt ist der Schalter da auch deaktiviert. Dann war es wohl nichts zur Story. Aber ich laufe erstmal so ein bisschen herum. Ich möchte mal schauen. Moment mal. Hier ist auch so ein Teil. Stimmt. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wir haben jetzt zwei von denen. Ich möchte einfach nur mal was ausprobieren. Oh, aber es war falsch herum. Ja, was? Das muss ich den hier aktivieren. Dann den hier runter und hinschieben. Jetzt ist der im Wasser. Bleibt der im Wasser? Nee. Aber ich glaube, das ist genau die richtige Lösung. Nur, dass ich mich da vielleicht mal draufstellen sollte. Genau. Ach du heilige Scheiße, das sind wirklich Menschen, die hier sind. Ich weiß nicht. Können wir immer noch unendlich lange tauchen? War ja vor kurzem so. Aber anscheinend können wir das. Ja gut, dann würde ich mich erstmal kurz hier umschauen. Das ist ein sehr interessanter Ort. Aber hier sind auch manchmal nur... Warte, da fehlt ein Kopf. Hey. Oh, da ist auch noch etwas ausgeben. Okay. Luke geht auf. Ah, ich dachte gerade, das wäre wieder dieses Monster im Wasser, aber nee, das war nur mein Schatten. Na, moin, vor dem eigenen Schatten Angst gehabt. Kann ja auch mal passieren. Aber wo sind wir jetzt? Geht's eine Leiter hoch? Gehen wir jetzt aufs Dach des Gebäudes? Wenn das hier überhaupt ein Gebäude ist? Alles immer noch kaputt, aber nicht ganz so kaputt. Da sind wieder solche
Menschen eingesperrt. Hier sind Kisten. Irgendwas machen? Ja, kann ich. Hier links ist wahrscheinlich nichts. Gut. Wenn wir da das Ich schieben können, brauchen wir das irgendwo. Frage ist nur wo. Da geht was auf. Ah, dafür brauchen wir es. Nicht. Nicht entdecken lassen. Vielleicht der Geschäftsführer mit seinem Kind oder so? Ist das hier nicht verlassen? Das ist noch in Benutzung. Okay, wir können weiter. Ich weiß nicht, ob wir die Kisten noch für irgendwas brauchen können. Ich schieb sie einfach mal mit. Kann ja nicht schaden. Hier ist ein Telefon. Könnte ich die Polizei rufen, was hier gemacht wird, aber. Ja. Da werde ich gerade angeschrieben. Ist das ernst? Wem denn? Kenn ich nicht? Okay. Kenn ich nicht. Doch das erstmal hier in diesem Let's Play, dass ich angeschrieben werde. Ja, moin. So, hier brauche ich das wahrscheinlich, um dort hochzukommen. Oder komme ich da hoch? Keine Ahnung. Was wird denn hier verlangt? Hier kann ich den Wasserspiegel ändern. Okay. Dass der Wasserspiegel jetzt wieder andersrum ist. Dann habe ich hier wieder die Kiste. Ja, ich kann mir schon denken, was hier der Lösungsansatz ist. Okay, die Kiste schwimmt oben. Haben wir mal die hier hin? Ich denke mal, es passt so. Und dann ab nach oben. Unten wieder. Ja, nach oben mit dem Wasser. Stimmt. Sehr andersrum hier. Weil es ist hier auch kein bisschen Sound. Es ist komplett ruhig hier. Sehr merkwürdiges Gefühl. Wie machen wir denn das jetzt? Oder warte. Ich glaube, ich bin da jetzt so ein bisschen falsch. Mich hat das halt gerade verwirrt, dass das Wasser oberhalb ist und nicht unterhalb. Mal kurz die Kiste. An Ort und Stelle mal bitte bringen. Dann möchte ich die Kiste mal. Aber brauche ich die Kiste überhaupt? Kann nämlich sein, dass ich die Kiste gar nicht brauche. Stimmt. Ja. Wir schauen mal. Doch, doch, jetzt weiß ich, warum ich die Kiste da haben wollte. Ja. Ja, doch, das passt dann. Die Kiste muss erstmal nach unten. Ich habe das Gefühl, liegt das jetzt am Raum oder dass ich mal kurz ausgetappt bin? Ein Spiel, warte ich. Ja, es liegt, glaube ich, am Raum. Dass hier so ruhig ist. So, jetzt hier auf die Kiste, dann kann ich hier hoch und dann rüberspringen. Schwimmen, meinte ich. Ich dachte zuerst, mein Spiel hat hier irgendwie einen Bug, aber nee. Ah, jetzt ist auch wieder normal Sound. Anden. Was sind denn das da für Dinger? Musik ertönt. Wo sind wir hier? Ach, hier ist eine Wand. Lol. Okay. Kommen wir da rauf? Nee. Dann geht's wahrscheinlich nach unten. Schauen wir mal. Ja, da sind wieder solche Menschen. Was ist damit anfangen hier? Nein. Moment mal. Da unten ist jemand. Komme ich jetzt nicht so wirklich dahin, aber
Vielleicht gibt es irgendwo einen Landepunkt sozusagen, keine Ahnung. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir unten sind. Hey, hier rüber. Nicht zu den Menschen, nein. Weiß nicht, ob das so klug ist, jetzt hier lang zu laufen, aber wir machen es einfach mal. Das sind Schalter. Ja, Mann. Den Schalter komme ich aber nicht an. Da müssen wir doch zu den Menschen da links hin. Aber sehen die mich dann nicht? Ich hab so ein bisschen Angst. Ach, sie sind weg. Sie sind weg. Okay, gut. Hier ist ein Hebel. Lässt den Wasserpegel nach oben gleiten. Und die ganzen Leichen fallen runter. Ach du heilige Scheiße. Die stehen auf. Leben noch? Hilfe. So, hier einer ohne Kopf, manche ohne Arme. Hilfe. Warte, warte. Da ist noch irgendwas auf dem Boden. Weil ich weiß auch welche ohne Beine. Können sich natürlich dann nicht sofort bewegen. Ja, die können mich auch wieder hochheben. Das ist die Lösung, um zum Scheiter zu kommen. Ja, toll, danke, Windows. Mein Plan sah zuerst so aus, dass ich oben beim Wasser lang schwimme, dass ich irgendwie wieder ins Wasser komme und dann vom Wasser raus runterspringe, hierhin und dann währenddessen zum Scheiter gelange. Aber anscheinend brauche ich das nicht. Komm da nicht hin. Gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe! Nee, funktioniert nicht. Entweder sie sind nicht stark genug, obwohl mich dann auch ein paar mehr eigentlich hochschmeißen könnten. Denken geht da die Tür auf Vorsicht. Ah ne, es sah nur so aus. Ich dachte, die Tür geht da gerade auf. Der ist auch schon ordentlich weit gekommen. Liegen generell noch mehr Teile. Gleich wieder den Schalter aktivieren. Ja, genau. Und dann komme ich auch ins Wasser. Dann komme ich auch ins Wasser. So, von hier aus. Also hatte ich mit dem Wasser doch zum Teil recht, wie ich das machen wollte. Naja, Inside ist ja sowieso immer ausprobieren und machen sozusagen. Und ja, sehr schön. Hier ist auf, wir kommen weiter. Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Ah ne, die. Das sind auch so Art Zombies. Okay. Ich dachte, die arbeiten jetzt hier. Und einen kleinen Schock hier bekommen. Sonst ist hier nichts. Okay. Wie es dann hier weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Part. Bis dahin. Bye.